Begriff Diaspora stammt aus dem Griechischen und bedeutet verstreuen. Er steht einerseits für eine erzwungene Emigration einer Gemeinschaft aus dem Heimatland und andererseits für die Zerstreuung dieser Gemeinschaft in fremde Regionen. Im Gegensatz zu dem Begriff Exil beschreibt das Wort Diaspora eine Gemeinschaftserfahrung und weniger ein individuelles Erleben. Eine eindeutige definitorische Abgrenzung ist jedoch nicht zielführend, da die beiden Konzepte oft ineinander übergehen. Die Diaspora-Gruppe identifiziert sich auch nach ihrer Emigration stark mit ihrem Herkunftsland und dessen kulturell-religiöser Tradition. Sie fühlt sich in der Regel entwurzelt und behält deswegen entweder alle ihre kulturellen Bräuche bei, ohne sich anzupassen, oder gibt ihre Identität durch eine Überanpassung an das fremde Land vollständig auf.